So, heute zeige ich euch mein Fensterheberrelais. Das ist so ein klassisches, altes, wie man das im Typ 44 findet, 443951257. Die alte Ausführung noch, sieht man hier. Da fehlt dann ein Steuereingang für den Schlüsselschalter. Das ist so der wesentliche Unterschied bei den Relais. Das Interessante, was ich eigentlich zeigen möchte, ist die kalte Lötstelle, die ich da gefunden habe. Die war wirklich schwer zu sehen. Und meistens ist die nämlich auf der Platinenseite, wo die Relais eingelötet sind. Hier sieht man eins, zwei Relais. Und hier sieht man einen Kontakt von einem Relais. Und wenn ich jetzt hier mal genauer schaue, das ist leider in dem Licht nicht so ganz optimal, kann man es vielleicht ansatzweise erkennen. Hier ist so ein kleiner Rand rum. So eine kleine Ausfransung. Jetzt sieht man es vielleicht besser. Und diese kleine Ausfransung, das ist so eine beginnende kalte Lötstelle. Ja, jetzt sieht man es sehr gut, ne? Da ist so eine Corona drumherum, um diesen Lötpunkt. Und das ist halt relativ typisch für eine kalte Lötstelle. Das ist die offensichtliche, die nicht offensichtliche, die war wirklich sehr schwer zu sehen. Das ist die an diesem Kontakt hier. Das ist sogar die Klemme 15. Das heißt, das ist sogar der Haupthahn. Wenn der nicht mehr geht, dann geht auch das Fensterheberrelais nicht mehr. Das sieht eigentlich so noch ganz gut aus. So im flüchtigen Überschauen sieht man tatsächlich nichts, aber wenn man an dem Pin wackelt, erkennt man, sieht man leider hier in dem Video sehr schlecht. Hier ist ein ganz, 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 ganz feiner Haarriss um diesen Pin herum. Den sieht man so fast gar nicht. Versuchen wir, ob ich da irgendwie den Fokus so hinkriege, dass man es vielleicht doch erkennen kann. Das ist leider. Jetzt sieht man vielleicht so ein ganz, ganz minimaler, sieht aus wie ein Kratzer. Ne, so ein ganz, ganz feiner Strich. Und wenn man den Pin bewegt, das sieht man leider in dem Video nicht, dann sieht man, dass dieser Riss sich aufweitet. Das war wirklich sehr schwer zu sehen. Noch ein kleiner Hinweis für diejenigen, die das mal auseinandernehmen und dann irgendwie vergessen haben, wie der Deckel wieder drauf kommt. Ich habe mir das einfach so gemerkt, da wo die Beschriftung ist, die Beschriftung ihren Kopf hat, muss der Deckel auch seine Beschriftung haben. Also so, ja. Beschriftung oben heißt Beschriftung oben vom Deckel. Man kann es natürlich auch so machen, wenn man das Relais hier auseinanderzieht, dass man sich hier oben zum Beispiel einfach mal einen schwarzen Strich macht oder so, dass man weiß, wo man ist. Dann vergisst man es nachher beim Zusammenbauen nicht. Also das sind so die zwei markanten Stellen üblicherweise. Ich habe also schon mehrere von diesen Relais gemacht. Da sieht man dann halt eben, also gerade wo hier die Relais sind, das sind also diese dicken Lötstellen, die sind immer ein Problem. Diese hier, diese da, diese zwei, diese und diese und diese und diese. Ja, das sind so die wesentlichen vier, die halt immer Probleme machen. Und ja, also was halt auch relativ häufig ist, ist halt hier an diesen Pins, die hier reingeführt sind, dass dann halt hier an den Leiterbahnen irgendwo Probleme sind. Auf der Seite, wo die SMD-Bauteile sind, eher weniger, aber also meistens auf der Seite, wo die Pinouts von den Relais sind. Und wie gesagt, die hier von der Klemme 15, die ist wirklich schwer zu sehen, aber wenn man längere Zeit hinguckt, jetzt sieht man es ganz schön. Ne? Also da ist hier so ein ganz feiner Haarriss. Versuch mal, ob ich das. Das sieht man leider im Video. Ja, jetzt sieht man es vielleicht doch, ha? Ne, hier, da, dieser kleine feine Riss, der da drin ist. Das ist es. Den sieht man wirklich fast gar nicht. Ich zeige es gerade nochmal hier im Schraubendreher. Dieses Ding hier, dieses feine Stück da. Das meine ich. Das sieht man wirklich fast gar nicht, sieht aus wie ein Kratzer. Und das ist eine gebrochene Lötstelle. Jo, das war's dann erstmal.